Ja, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge iLevel Podcast auf Augenhöhe. Heute ein ganz besonderer Gast und eine ganz besondere Connection wieder mal aus Philadelphia nach Niedersachsen und darüber hinaus nahe zu meiner Heimat in Münster. Heute ist mein Gast Thomas Uchtmann. Thomas, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Moin Tobi, die allerliebsten norddeutschen Grüße. Du hörst es an meinem Slang nach Philadelphia. Also, das sind schon coole Verbindungen, die wir da haben und was das Virtuelle dann halt auch möglich macht. Also, mir geht es hervorragend. Vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe dir auch. Du hast jetzt gerade das Wort Verbindung genannt. Was hat dieses Wort Verbindung für dich für eine Bedeutung? Es gibt ja zweierlei Arten von Verbindung. Man kann in Verbindung stehen und meint damit eine echte Beziehung. Das heißt, das ist ja nochmal ganz, ganz was anderes, als wenn man connected ist, weil man einfach beruflich miteinander zu tun hat, weil man gewisse Themen hat, die man zusammen bespielt. Das sind für mich zwei unterschiedliche Rollen. Also sowohl im Privaten als auch im Beruflichen gibt es ja echte Beziehungen, wo man merkt, da steckt ein bisschen mehr drin als nur Zusammenarbeit. Das nenne ich dann auch halt wirklich Beziehung. Und das sind dann nochmal qualitativ hochwertigere Verbindungen als die anderen, sage ich mal, vielleicht einfach professionell gehandhabten Connectings, wo man einfach gut mit zusammenarbeitet. Nun hast du schon gesagt, beruflicher Kontext. Wie genau sieht dein beruflicher Alltag aus? Also Alltag würde ich das ungern nennen, weil für mich gibt es eigentlich fast keine alltäglichen Situationen mehr. Ne? Wir sind ja alles Individuen und ich mache mal so eine kleine Rundreise, wie ich beruflich gestartet bin, was ich halt mal vorhatte und wie es dazu gekommen ist, dass ich heute das mache, was ich mache. Mir war relativ früh klar, ich würde mal so behaupten, mit 14, 15, 16 Jahren, dass ich irgendwas machen wollte beruflich, wo ich was mit Menschen zu tun haben darf, wo ich vielleicht auch Dinge weitergeben darf, wo Menschen vielleicht irgendwann später sagen, ey, dass ich den Uchtmann kennengelernt habe, das hat mich irgendwie nach vorne gebracht. Ich habe damals relativ gut Fußball gespielt und dann gab es für mich eigentlich nur so zwei mögliche Optionen. Entweder machst du Trainer, ne, und gibst dann halt so sportliche Themen weiter oder machst was Seriöses oder vermeintlich Seriöseres und wirst Lehrer. Weil ich hatte tatsächlich, ich war ein ganz schwieriger Schüler. Ich hatte aber einen Lehrer, der mich extrem inspiriert hat. Und dem habe ich übrigens nach 20 Jahren auch mal einen Brief geschrieben, habe ihm das mal so reingeschrieben, was das war, was mich da so inspiriert hat. Und das hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, Lehrer werden zu wollen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin an die Uni nach Osnabrück gegangen, Gymnasiallehramt studiert, Deutsch-Geografie. Bin 98 fertig geworden mit einem widererwarten, extrem guten Abschluss. Das hatten mir wahrscheinlich einige Leute nicht unbedingt zugetraut. Und meine Eltern, da ich aus einer recht konservativen Gegend, dem Emsland, komme, waren natürlich froh, dass der Junge eine Beamtenlaufbahn jetzt anstrebt, dass alles sicher und alles gut wird. Und dann kam es wieder mal komplett anders. Ein Freund von mir bat mich doch, mich mal in so einen Kurs reinzusetzen, um ihm mal ein Feedback geben zu können, ob das, was ich dort höre, vielleicht für ihn das Richtige beruflich sei. Und zudem könnte ich das ja vielleicht auch mal später meinen Kindern in der Schule beibringen. Also hat er clever verkauft. Das war eine Informationsveranstaltung von einem Finanzdienstleistungsunternehmen, heute Swiss Life, wo ich tatsächlich nach der Mittagspause aufgestanden bin und habe gesagt, was ist das denn hier für eine Sekte? Also sowas Beklopptes hast du noch nie gehört. Ne? Die gehen hier über Tische und Bänke, ultra motivativ. Ich habe aber von der ganzen Materie keine Ahnung, das war mir alles viel zu extrem. Interessanterweise, 6 Wochen später hat das, ich weiß bis heute nicht genau wie, nochmal geschafft, mich dazu zu motivieren, mich nochmal in so einen Kurs reinzusetzen. Ich saß wieder letzte Reihe, verschränkte Arme, wie man das so macht, wenn man sowieso nichts erwartet. Und habe dann auch gesagt, was mache ich ja nicht hier? Und dann kam interessanterweise ein anderer Referent. Dann habe ich aber auch noch gedacht, hat ja sowieso dieselben Charts, der wird dir denselben Blödsinn erzählen. Aber der baute das interessanterweise total anders auf. Und ein sehr prägnantes Stichwort, was er dort geliefert hatte, was mich sehr inspiriert hatte, war das Thema Dienstleistung und er interpretierte Dienstleistung nach dem Motto, erst jemandem dienen und sich dann auch gerne davon etwas leisten können. Also völlig anders aufgebaut und da habe ich gesagt, hey, irgendwas ist heute anders. Ich habe mir das angehört, ich mache es kurz. Ich habe tatsächlich dann damals meine Referendariatszeit abgesagt. Meine Eltern waren entsetzt, die haben 1,5 Wochen auch überhaupt kein Wort mit mir gewechselt.
Die ersten 6 Wochen waren, oder die ersten 3 Monate sogar, waren eine blanke Katastrophe, weil ich möchte gern arroganter Akademiker, der sich ja mit Kommunikationswissenschaften schon im Studium beschäftigt hatte, dachte, ich mache das alles anders. Und mich interessiert das überhaupt nicht, was die mir hier erzählen, wie ich das angeblich machen soll. Und ich habe nichts auf die Reihe gekriegt. Und dann habe ich irgendwann voller Frust gesagt, jetzt mache ich ein einziges Mal das, was man mir dort beigebracht hat, um denen zu beweisen, das war eigentlich mein Ziel, dass die mit ihrem Blödsinn da kein Recht haben. Also alle anderen im Außen waren natürlich im wahrsten Sinne des Wortes daran schuld, dass ich es nicht hingekriegt habe. Aber ich war um Gottes Willen gefühlt nicht Teil des Problems und damit natürlich auch nicht Teil der Lösung. Dummerweise hat es dann funktioniert und beim ersten Mal habe ich das so als Glück abgetan und beim zweiten Mal habe ich da immer noch nicht drüber nachgedacht und beim dritten Mal habe ich dann so langsam angefangen nachzudenken. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann dabei geblieben, insgesamt 15 Jahre. Ich habe die letzten 8 Jahre davon als Vertriebsdirektor Verantwortung gehabt für roundabout 120 Menschen. Wir haben eine Vertriebsakademie aufgebaut. Ich habe sehr viel mit Personal und Außenweiterbildung gemacht. Habe dort bei eigenen Fortbildungen maßgebliche Begleiter meines Lebens kennenlernen dürfen, unter anderem Reinhard Mantler, mittlerweile einer meiner besten Freunde und ein sehr wertgeschätzter Kollege, mit dem ich beruflich sehr viel zu tun habe. Und dann kommt es ja manchmal so im Leben, wie es kommt. Ich war damals Anfang 40 und auf der einen Seite ist es ja manchmal tatsächlich so, dass man mit Anfang 40 nochmal überlegt, ist eigentlich das, was du machst, jetzt das, was du die nächsten Jahre machen möchtest? Oder soll es vielleicht nochmal was anderes sein? Das war so die erste Überlegung. Dann, wie gesagt, habe ich Reinhard kennengelernt im Rahmen eines Leadership-Trainings mit Pferden, unter dem ich mir damals überhaupt nichts vorstellen konnte. Habe mich dann 1,5 Jahre lang von der Unternehmensberatung Kessel und Kessel selber coachen lassen, weil ich nochmal was anderes erreichen wollte, weiterkommen wollte. Bis dann seitens Kessel und Kessel tatsächlich die Anfrage kam, weil man hatte mich kennengelernt. Mensch, Thomas, hast du nicht Interesse daran, Kooperationspartner von uns zu werden, weil die Vertriebssparte und die Führungskräfteentwicklungssparte besetzen wir noch gar nicht? Überleg dir das auch mal. Und dann gab es auch das ein oder andere intern, was mir nicht mehr so gut gefallen hat. Und es ist ja das eine, wenn man von irgendwo weg will, ist das zwar die eine Energie, aber wenn eine zweite Energie hinzukommt, nämlich irgendwo hin zu wollen, also Druck, ich will weg und Sog, etwas anderes zieht mich an, dann ist das manchmal sehr hilfreich. Und dann habe ich tatsächlich etwas gemacht, was dann so der zweite große Sprung in meinem Leben war. Also als ich damals die Lehramtskarriere sein gelassen habe, haben so 99% der Leute gesagt, sag mal, du hast ja doch nicht alle. Kaum jemand kriegt heutzutage eine Lehramtsstelle. Damals waren die Plätze relativ rar gesät. Und du lehnst eine ab, spinnst du und gehst dann in Vertrieb, so einen Blödsinn dazu machen. Und dann nach 15 Jahren, ich hatte eine erstmal auch wirtschaftlich hochattraktive Position. Und wie man so schön sagt, wenn man da keine silbernen oder goldenen Löffel klaut, kann man nichts mehr verkehrt machen. Und dann lasse ich wieder alles sausen und fang wieder von vorne an. Da haben wieder die Leute gesagt, sag mal, irgendwas passt hier doch gar nicht. Also es war der ganz große zweite Sprung in meinem Leben. Für mich damals auch sehr risikobehaftet. Ich bin trotzdem gesprungen. Und letzten Endes darf ich dann dadurch auch heute das machen, was ich heute mache. Das heißt, ich habe eine 3-jährige Coaching-Ausbildung gemacht im Bereich systemische Transaktionsanalyse und bin jetzt im 8. Jahr als freiberuflicher Trainer, Coach und Berater unterwegs, unter anderem halt auch in Kooperation mit Kessel und Kessel und auch mit der Beratergruppe Palatina. Und meine Frau und ich, die ebenfalls diese Coaching-Ausbildung gemacht hat, haben unser eigenes kleines Unternehmen gegründet, was wir genannt haben Take the Lead. Und da steckt so ein bisschen auch das drin, was unsere Kernphilosophie einfach entspricht, zu sagen, komm, trau dich, Führung zu übernehmen, trau dich, Verantwortung zu übernehmen, geh erstmal in dich, lerne dich selber zu führen, dich führen zu lassen, um dann auch in der Verantwortung gerne andere Menschen zu führen. Und das ist das, was ich heute mit Leidenschaft mache. Und vielleicht merkst du es auch gerade, davon auch gerne mit Leidenschaft darüber auch gerne mit Leidenschaft berichte. Ja, ich finde es besonders spannend, wie du immer wieder auch verdeutlichst, wie die anderen dir den Vogel zeigen. Was hat das für dich immer in diesen Momenten ausgemacht, wenn die anderen dir so den Vogel gezeigt haben oder gesagt haben, der ist doch bekloppt? Was hat das innen in dir gemacht? Also 2 Dinge. Jetzt würde man vielleicht klassisch erwarten, oh, das hat mich angespornt und ich wollte es denen zeigen. Das war sicherlich auch mit ein Element irgendwann später. Aber interessanterweise, der erste Impuls war tatsächlich Unsicherheit. Ich bezeichne das manchmal ganz gerne. Ich bin jetzt seit 1998 selbstständig. Ich habe also nie als Angestellter gearbeitet, außer damals in irgendwelchen Ferienjobs.
Und ich bin seit mittlerweile 22 Jahren freiberuflich unterwegs. Und ich bezeichne das gerne als auch meine Lebenstherapie. Weil an sich habe ich in mir drin ein unheimlich hohes Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, die Beamtenlaufbahn wäre eigentlich klassisch genau das gewesen, was vermeintlicherweise dieses Sicherheitsbedürfnis vielleicht befriedigt hätte. Aber dadurch, dass ich das halt nicht gemacht habe, war ich halt ständig gefordert, immer wieder auch aus meiner Komfortzone herausgehen zu müssen. Aber nur dann ist es halt auch möglich, andere Dinge zu erfahren, sich selber zu entwickeln, ganz neue Themen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Und das ist eigentlich das, was es damals mit mir gemacht hat. Ich wollte mir auch selber beweisen, dass ich mich nicht über diese Unsicherheit in mir drin und über diese Zweifel in mir drin lenken und beschränken lassen muss, sondern dass es halt auch andere Möglichkeiten gibt. Und so würde ich das eigentlich ganz gerne beschreiben wollen. Das waren so die beiden stärksten Impulse, die ich dann immer wieder gemerkt habe, wenn diese beiden Situationen gekommen sind. Und vielleicht, und ich habe das irgendwie immer geahnt, könnte demnächst nochmal so eine dritte Situation kommen, wo ich dann vielleicht wieder mal so eine Entscheidung treffen muss. Ob es dann eine Für- oder Dagegen-Entscheidung ist, steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber es wäre in beiden Fällen wieder mal ein Sprung. Naja, aller guten Dinge sind drei, ne? Spannend, spannend. Du hast gesprochen von einem Brief, den du geschrieben hast. Mhm. Wieso hast du diesen Brief geschrieben und was für eine Art der Verbindung hat dieser Brief ausgedrückt? Ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte, was damals passiert ist. Wir haben damals noch Samstagsschule gehabt. Das ist ja heute, wenn ich das meinen beiden Jungs erzähle. Ich bin Vater von zwei fantastischen Jungs. Der Sönke ist jetzt 15, der Henry wird jetzt im Oktober 19. Und die kennen das gar nicht mehr, dass es Samstagsschule gab. Und in der Oberstufe, ich war dann mittlerweile schon 18, durfte meine Unterschriften, wenn ich mal nicht da war, ja selber dann unterschreiben. Also meine schönen Entschuldigungen da. Und wir hatten samstags morgens um 8 Uhr Religionsunterricht, katholische Religion. Und jetzt ist tatsächlich für den 18-Jährigen eine Menge wesentlich interessanter, als um 8 Uhr morgens am Samstag zum Religionsunterricht zu erscheinen. Ne? Kannst du dir vorstellen, ne? Freitagsabends viele gute Partys und so weiter und so fort. Und bei ganz, ganz vielen anderen Stunden hatte ich auch eine Menge Fehlstunden. Wir haben immer geguckt, dass es nicht zu viel wurden, aber wir hatten ja ganz, ganz clevere Entschuldigungen. Wir durften sie auch selber unterschreiben. Hat zu Hause ja keiner mehr mitgekriegt. Und dieser Religionslehrer, Karl-Heinz Ossing heißt er übrigens, hat es geschafft, uns Jungs damals, und wir waren echt ein verdammt wilder Haufen, wirklich zu motivieren und zu sagen, Jungs, übernehmt bitte Verantwortung, seid ehrlich zu mir und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Religion ist auch nur noch ein Nebenfach und dann noch samstags morgens. Aber seid bitte ehrlich zu mir und sagt mir einfach, wenn es mal nicht geht. Und es gab zwei ganz, ganz große Situationen, die mich wahnsinnig geprägt haben. Die eine Situation, wir hatten ein Kurstreffen bei ihm zu Hause, auf einem Dienstagabend war es, glaube ich, oder kann auch Mittwoch, völlig egal, also mitten in der Woche. Und wie wir halt so drauf waren, wir waren wieder in Feierlaune und haben das auch redlich genossen bei ihm zu Hause. Er war, glaube ich, relativ jung Lehrer. Wenn du das heute dem Lehrer erzählst, was er da alles gemacht oder erlaubt hat, das darfst du heute gar keinem mehr erzählen, wäre heute alles nicht mehr möglich. Auf jeden Fall haben wir gut gefeiert und es war bei ihm zu Hause und er sagte dann irgendwann, ich glaube um 12:30, Jungs, ich glaube, ich habe morgen genauso Schule um 8 Uhr wie ihr morgens auch. Wir sind bei mir, ich gehe jetzt ins Bett. Ihr könnt das alles hier so stehen lassen. Ich würde euch nur bitten, wenn ihr gleich geht, geht bitte nicht zu spät, weil ich möchte, dass ihr morgen alle pünktlich in der Schule seid. Macht leise die Tür zu, dann kriegt das nicht mit. Dann ist er tatsächlich ins Bett gegangen und hat uns in der Küche alleine gelassen. Wir waren auf einen Schlag, mehr oder weniger völlig klar, haben ganz, ganz leise die Küche picobello aufgeräumt, haben alles sauber gemacht, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, hier schenkt uns jemand Vertrauen und hier glaubt jemand an uns, ohne dass er irgendwas reingeben muss. Und wir waren alle pünktlich morgens in der Schule. Zwar mit so einem Schädel und nicht gut drauf, aber wir waren alle da. Und das Gleiche ist auch samstags morgens passiert. Ich hatte im ganzen Halbjahr hatte ich eine einzige Fehlstunde bei ihm. Eine einzige. Und da habe ich mir ganz ehrlich gesagt, lieber Herr Ossing, gestern Abend war eine Party, ich habe es wirklich nicht geschafft, tut mir leid, da bin ich ganz offen, wird nicht wieder vorkommen. Das kam auch nicht wieder vor. Weil wir wollten irgendwie diesen Menschen, dieses Vertrauen, was er uns geschenkt hat, wir wollten das nicht enttäuschen. Und diese Themen sind mir aber richtig bewusst erst geworden, viele, viele, viele Jahre später. Und dann habe ich mich irgendwann mal hingesetzt, weil ich so gewisse Dinge reflektiert hatte. Das war auch noch während meiner Coaching-Ausbildung, wo ich ja sowieso sehr viel reflektiert habe. Wir haben dort auch viel gelernt. Wir haben viel mit Supervision gearbeitet, kollegialer Beratung. Und dann habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt und habe einen handgeschriebenen, dreiseitigen Brief an ihn geschrieben. Und habe mich für diese Prägung bei ihm bedankt.
Und habe ihm nochmal gesagt, was das für mich bedeutet hat, was ich heute beruflich mache und wie sehr er mich da halt auch inspiriert hat, diesen Weg zu gehen. Und er hat mir einen ganz, ganz liebevollen Brief auch zurückgeschrieben. Wir haben jetzt im nächsten Jahr unser 30-jähriges Abiturstreffen. Wir machen das alle 5 Jahre. Lob an das Organisationsteam. Und er ist jedes Mal dabei. Und es ist mir jedes Mal ein ganz, ganz großes Vergnügen, mit ihm eine Flasche Bier zu trinken und unter anderem auch über diese Themen zu sprechen. Er ist heute stellvertretender Schulleiter, ist für mich nach wie vor einer der besten Lehrer, die es so gibt und hat mich maßgeblich dazu inspiriert, diesen Weg weiterzugehen, den ich heute gehen darf. Du hast also Vertrauen gespürt von diesem Lehrer, der dann gesagt hat, okay, ihr könnt jetzt, also ich erwarte euch pünktlich da. Und dann war es in deiner Hand. Ganz genau. Und das war dann ja der Change zu den anderen Lehrern. Oh ja, ich hatte einen Geschichtslehrer, den Namen brauche ich jetzt hier in dieser Runde dann ja auch nicht nennen. Ich weiß nicht, wie oft ich bei dem offiziell Fahrstunde hatte und wie oft ich durch irgendwelche Prüfungen gefallen bin. Also wenn ich dem geschrieben hätte, ich habe U-Boot-Führerschein gemacht, hätte er das wahrscheinlich auch noch hingenommen. Und damals, wie gesagt, wir waren ein wilder Haufen. Sowas haben wir dann auch eiskalt ausgenutzt, weil wir einfach noch nicht so weit waren. Aber bei ihm war das was anderes tatsächlich, ja, ganz spannend. Thomas, nun spürt man ja schon dein Feuer durch den Podcast hindurch und auch, glaube ich, durch die Kamera hindurch. Was macht dich einzigartig? Ich glaube erstmal, dass jeder Mensch einzigartig ist. Aber was vielleicht jeden Menschen und damit auch mich einzigartig macht, ist eigentlich die Geschichte und der Weg, den wir eigentlich gehen. Und ich habe es ja schon erwähnt, es war bislang 2-mal im Leben bei mir so, vielleicht sogar noch ein 3. Mal. Die Geschichte kann ich gleich auch nochmal erzählen, die zähle ich so als halbe Sache nochmal dazu, dass ich 2-mal in meinem Leben in einer Situation war, wo ich mit einer Entscheidung konfrontiert wurde, die alles andere als leicht war und wo ich mich jedes Mal für etwas entschieden habe, wo vielleicht die Allgemeinheit, ich nenne es mal so und deswegen vielleicht eher eine Einzigartigkeit, für einen Weg entschieden hätte, den 98% oder 99% eben nicht gegangen wären. Aber nur dadurch war eine entsprechende Entwicklung für mich möglich, wenn auch sicherlich mit Schmerzen, mit Tiefs und so weiter und so fort verbunden. Diese halbe Geschichte, die ich manchmal noch dazu nehme, ist tatsächlich, jetzt bleibe ich mal in der Vertriebssprache, die Akquise meiner Frau. Das heißt, Elke habe ich tatsächlich beruflich auch kennengelernt. Ganz offen, sie fand mich zu Anfang zum Kotzen. Sie war eine Kundin von mir. Und dann haben wir uns näher kennengelernt und dann mochten wir uns auch. Aber Elke wollte damals nicht. Und dann war das auch klar, dass sie nicht wollte. Und das war, ja, nicht leicht. Und nach 14 Tagen Funkstille und eigentlich ja auch der Sicherheit, nee, das wird nichts, habe ich dann irgendwann gesagt, das ist mir jetzt alles egal. Ich fahre da jetzt nochmal hin, ich klingel nochmal und ich führe mit ihr einfach nochmal ein Gespräch und schlage ihr einfach mal vor, da einfach mal 2-3 Tage auf eine Insel zu fahren und einfach dann mal zu gucken, was da passiert. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich dann vor der Tür stand und dann die Klingel gedrückt habe, was da in mir los war, wie viel Unsicherheit da war, wie viel Zweifel da war, Angst vor dem Nein, Angst vor der Niederlage, Angst vor Scham und so weiter und so fort. Und als ich dann diese Frage, sie macht dann auf, Mensch Thomas, schön dich zu sehen, als wenn nichts wäre und telefonierte zufälligerweise in dem Moment auch noch mit ihrem Ex-Freund, das war total spannend. Und als sie dann mit dem Telefonat fertig war, saßen wir in der Küche und ich stotternd fing dann an und und was weiß ich was und schlug ihr das dann vor. Und dann guckte sie mich an und sagte, ja, können wir machen. Und letzten Endes war es dann tatsächlich so, wir haben dann dieses Wochenende extrem genossen und sind an diesem Wochenende dann auch zusammengekommen. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Und die Verbindung, die sich da aufgebaut hat, ist sich etwas völlig Einzigartiges. Sagen, dass ich dort eine Partnerin an meiner Seite habe, das ist, ja, man nennt das Liebe, ne? Und das ist manchmal, man sagt das so schnell, aber das ist nochmal eine Qualität, die sich dort entwickelt. Das ist das sind so die Punkte, wo ich sagen würde, ja, ich glaube, die auch mir dann einzigartig macht. Und ich wünsche eigentlich jedem, dass er auch seine und dann einfach auch die Themen mitnimmt, die man mitnehmen kann, um dann vielleicht einfach auch die Dinge zu lernen, die wir daraus lernen können. Ich sehe sicherlich auch nicht immer alle Dinge, die ich daraus lernen könnte. Ich habe auch viele Dinge übersehen, viele Abzweigungen nicht mitgenommen, wo es besser gewesen wäre, links oder rechts abzuzweigen. Aber ich glaube, das macht nicht nur mich einzigartig, sondern auch jeden einzelnen Menschen. Aber das bewusst mal wahrzunehmen, wo
wo mir übrigens auch meine Coaching-Ausbildung extrem geholfen hat, und wirklich mal zu verstehen, was sind denn so eigentlich so die Kreuzungen im Leben gewesen und was haben denn das Linksabbiegen, Rechtsabbiegen, das Zurückgehen oder nach vorne gehen dann wirklich ausgemacht, um wirklich dann zu erkennen, ah, okay, da hast du das gemacht und das war die Folge. Das hilft mir einfach dabei, immer mehr eigene Verantwortung zu übernehmen, immer weniger im Außen zu sein und immer besser zu verstehen, wo ist mein Einflussbereich, wo ich wirklich Einfluss nehmen kann und wo ist vielleicht ein Interessensbereich, aber wo ich gar keinen Einfluss habe und wo ich dann auch einfach mehr und mehr erkennen kann, wenn es zwar interessant ist, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, aber ich eh keinen Einfluss habe und merke, dass dieser Bereich mir aber nicht gut tut, ja, dann entscheide doch einfach, dass du von diesem Bereich lässt. Und das immer mehr zu unterscheiden, das hilft mir extrem, sag ich mal, ein Leben zu führen, mit dem ich mehr als gut zufrieden bin. Erstmal danke für so viel Verletzlichkeit. Du hast ja schon jetzt das Wort Liebe genannt. Wie fühlt sich Liebe für dich an? Erfüllend. Das ist das Wort, was mir sofort einfällt. Es ist ja wieder mal etwas, Reinhard würde jetzt sagen, das ist Spirit. Und Spirit ist sehr schwer kognitiv in Worte zu fassen, weil Spirit kann man eigentlich nur erfahren und kann man nur fühlen. Und das würde ich mit Liebe genauso beschreiben, weil das ist ja so das Maximale an Beziehung und das Stärkste, was an Beziehung wirklich entstehen kann. Und das wirklich kognitiv und rational in Worte zu fassen, da gibt es sicherlich tolle Dichter und Denker, denen das wirklich gut gelungen ist. Und mir fällt halt dieses Wort Erfüllung einfach ein. Und jetzt ist es jetzt nicht so, dass ich jeden Tag mit einer rosaroten Brille durch die Gegend laufe und immer nur ein Grinsen auf dem Gesicht habe. Ich führe ein ganz normales Leben, ich habe ganz normale Probleme, wie jeder halt andere auch. Aber einen Menschen an der Seite zu haben, mit dem man diese Probleme teilen kann, mit dem man auf Augenhöhe agieren kann, den man aber auch mal nehmen kann, um zu sagen, jetzt hilf mir, jetzt führ du mich mal, weil ich möchte jetzt gar nicht auf Augenhöhe das haben, weil ich möchte jetzt jemanden haben, der im Lead ist, weil ich kann jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt gerade unten und ich brauche jetzt jemanden, der mich jetzt hier mal auffängt, der mich mal leitet. Das tut sehr, sehr gut, ohne das Gefühl zu haben, das Thema Gleichwertigkeit hat verletzt zu haben. Und das ist so, das sind so zwei so ganz, ganz wichtige Komponenten, wo einfach klar ist, es braucht eine Gleichrangigkeit nicht geben. Das heißt, auch in einer Beziehung ist es immer wieder mal wichtig, dass mal der eine, mal der andere mal ins Lead geht und sagt, ich übernehme jetzt mal hier Verantwortung. Jetzt gehe ich mal rein, jetzt gebe ich mal die Richtung vor und so weiter und so fort. Solange das Thema Gleichwertigkeit gespielt wird. Und das ist halt auch eines dieser Kernelemente, die ich halt in meiner Arbeit im Beruf immer wieder mir anschaue, gerade wenn ich mit Führungskräften zu tun habe, ob dieses Gleichgewicht wirklich auch eingehalten wird, weil sowohl das eine als auch das andere, wenn man es verletzt, führt immer zu negativen Konsequenzen. Und das, würde ich sagen, ist in der Beziehung, die ich zu Elke haben darf, wirklich schon auf einem extrem guten, hohen Niveau. Ich fand auch spannend deine Geschichte, wie quasi sie dann erstmal 14 Tage Funkstille und du nochmal hingefahren bist. Und ich finde das ganz spannend, weil ich das auch merke, dass Frauen merken wollen, dass der Mann es ernst meint und dass der wirklich hartnäckig auch hinterher ist. Und ich merke das immer wieder in Geschichten, die mir zugetragen werden. Jetzt gerade wird es mir wieder richtig bewusst, dass eine Frau einfach auch natürlich dieses Geschenk der Kinder und der Familie hat und da schon sehr, sehr einfach gut auswählen muss. Und sagen muss, okay, das ist derjenige, dem ich da vertraue. Und ich finde das spannend. Viele, viele Geschichten fangen so an. Deswegen, also auch meine Frau wollte nicht auf den ersten Blick sofort. Deswegen, das ist immer etwas, glaube ich, was häufiger mal passiert und wo dann auch wirklich der Mann sagt, okay, ich stelle mich jetzt neben dich und du bist meine Partnerin. Und wenn das dann bewusst auch ausgesprochen und dann, glaube ich, hat das eine ganz besondere Wirkung, ja. Ja, und es hat auch diesen besonderen Spirit dann. Und machen wir uns nichts vor, also für uns Männer, wenn es dann funktioniert hat, ist es ja auch die gern erzählte Heldengeschichte, weil wir haben uns schwer da durchgekämpft und haben uns trotzdem gut geschafft. Und das ist ja auch etwas, was uns als Männer dann vielleicht einfach dann auch mal kennzeichnet, wenn die Geschichten gut gelaufen sind. Aber ich halte es für genauso wichtig, immer wieder auch mal die Geschichten zu reflektieren, die eben nicht gut gelaufen sind, um einfach zu schauen, okay, was lernen wir denn daraus? Und es geht ja gar nicht darum, Fehler zu negieren oder einfach Themen sich nicht anzuschauen, sondern immer wieder zu gucken, okay, was nehme ich denn daraus mit? Und es bewusst zu reflektieren, um zu gucken, was hätte es denn gebraucht oder was braucht es beim nächsten Mal? Oder vielleicht ist es auch sogar gut so, dass es halt eben nicht so gekommen ist. Ja,
Spannend. Du hast ja schon einen anderen Podcast gemacht, den hatte ich auf deiner Homepage mal gesehen. Und da hast du einen Satz gesagt: Wenn du glaubst, etwas zu sein, hast du aufgehört, etwas zu werden. Für mich ist das Leben, und was meine ich damit, erzähle ich gleich nochmal, ein sogenanntes Infinite Game. Das heißt, es ist ein unendliches Spiel. Und jetzt kann man ja zu dem Satz sagen, wieso, wir sind doch hier auch alle was. Ich glaube, Nena hat das mal so schön ausgedrückt, dass sie gesagt hat, hört doch mal auf mit diesem scheiß Satz, wir sind doch alle was. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Aber es geht so ein bisschen darum, und da würde ich mal ganz gerne Norbert Elgert zitieren, ne, den U19-Trainer von Schalke 04, der in seinem meiner Meinung nach wirklich tollen Buch immer wieder mal die Situation beschreibt, wenn er dann wirklich mit den ambitionierten U19-Spielern am großen Stadion vorbeilaufen, die großen, dicken, fetten Karren von den Profis sieht und dann die U19-Spieler dann auch im Vertrauen ihm erzählen hört, oh, das würde ich auch ganz gerne mal wollen und das und da will ich mal sein und dies und jenes. Und dann hat er diesen tollen Satz genannt, dass er sagt, ja, denk bitte an eins, ganz viele wollen etwas sein, aber zu wenige wollen noch etwas werden. Und das drückt für mich etwas aus, dass es natürlich auch immer darum geht, immer zu gucken, wo bin ich denn und wo stehe ich eigentlich gerade und wie zufrieden bin ich eigentlich mit dem, wo ich gerade stehe und was braucht es dann gegebenenfalls, um vielleicht meine Wirkung, meine Ergebnisse zu verbessern. Das ist ja erstmal sich selber zu führen. Wenn ich mit dem, wo ich stehe, gut zufrieden bin, dann heißt es ja trotzdem, okay, wie habe ich das erreicht? Bin ich auch dankbar dafür? Bin ich demütig dafür? Und wie kann ich das vielleicht möglichst lange auch aufrechterhalten? Und wann braucht es vielleicht auch mal wieder mal etwas anderes? Das heißt, Infinite Game bedeutet für mich, dass selbst wenn ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe, und im Fußball ist es ja nichts anderes, ich glaube, Sepp Herberger hat es mal so schön ausgedrückt, dass er gesagt hat, nach dem Spiel ist vor dem nächsten. Ja, das ist ja vom Prinzip her genau das Gleiche. Ich habe gestern mit meiner U17 haben wir 3-0 gewonnen. Das ist super, das ist toll. Haken dran am Ergebnis. Und trotzdem wird ja in der nächsten Woche wieder trainiert und es wird aufs nächste Ziel hingearbeitet, um halt immer wieder die Jungs weiterzuentwickeln, um dann jeden Einzelnen dahin zu begleiten, wo er hinkommen möchte. Und das ist natürlich individuell für jeden etwas anderes. Und jeder darf ab einem oder in einem oder bei einem bestimmten Punkt auch sagen, ich will gar nicht mehr, ich bin gut zufrieden. Super, okay. Wenn er gut zufrieden ist. Aber sage ich mal, etwas sein zu wollen, es noch nicht zu sein, aber nicht dran arbeiten zu wollen, nicht etwas werden zu wollen und trotzdem zu jammern, das ist etwas, was ich nicht mag. Und deswegen liebe ich diesen Satz so, weil er halt einfach für mich dieses Thema impliziert, dass wir Menschen ja, oder dass vielleicht ein Kennzeichnen von uns als menschliches Wesen tatsächlich ist, weiterkommen zu wollen, uns weiterentwickeln zu wollen. Das heißt, sonst würden wir ja vielleicht immer noch wie vor 300.000 Jahren in den Höhlen leben. Nee, wir hatten immer Interesse daran zu gucken, was ist denn eigentlich hinter der Höhle? Was ist denn ums nächste Eck? Was passiert denn, wenn ich noch einen Schritt weitergehe? Was passiert denn, wenn ich da mal reingucke? Und diese Neugier, dieses zu gucken, was kommt denn als nächstes, vielleicht kennzeichnet das uns Menschen auch. Und es gibt so über das eine oder andere, was ich an Büchern ja auch schon gelesen habe, was mich sehr inspiriert hat, gibt es so eine Studie darüber, was so eventuell so drei ganz große Motivationen in uns Menschen sind, um einfach weiterzukommen. Und du bist ja gerade Jungvater und erlebst das bei deinem Kleinen ja ganz, ganz extrem. Das heißt, man hat sich mal angeschaut, warum lernen Kinder eigentlich sprechen? Also nicht, wie sie sprechen lernen, also mit dem Apparat, mit dem Mundapparat und so weiter und so fort, sondern warum lernen sie eigentlich sprechen? Und warum lernen sie eigentlich laufen? Und auch nicht, wie sie laufen lernen, ne? Dass sie uns als Vorbilder nehmen, dass sie das sehen, dass sie es ausprobieren. Das ist alles klar. Aber die Frage ist ja, warum? Das heißt, was treibt Kinder an, sprechen lernen zu wollen? Zumal Wissenschaftler ja bis heute nicht wissen, warum der Mensch überhaupt sprechen gelernt hat. Ne? Im Moment ist die aktuelle Lehrmeinung, dass es eine Mutation war. Man weiß halt nur, der Neandertaler konnte es nicht. Wir können sprechen, der Homo sapiens sapiens. Aber warum? Also was da passiert ist, dass der Mensch plötzlich sprechen gelernt hat, weiß kein Mensch. Und das Spannende dabei ist auch beim Laufen lernen, wie oft knallen wir auf den Boden, wie oft haben wir uns wehgetan, wie oft haben wir uns verletzt und trotzdem sind wir wieder aufgestanden. Und das sind so drei Kernelemente, die da so verdeutlichen. Das eine ist Selbstbestimmung. Das finde ich so toll, dass wir Menschen einfach diesen inneren Drang, diese innere Motivation haben, selbstbestimmt oder möglichst selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Das heißt, wenn ein Kind laufen lernen kann, kann es irgendwann selbstbestimmt selbst an die Kekse und die Bömsken rankommen und ist nicht mehr abhängig von Papa und Mama. Als ganz banales Beispiel. Der zweite Grund, die zweite Hauptmotivation
ist Sinn und Zweck. Das heißt, warum mache ich gewisse Dinge? Das heißt, was ist das? Warum soll ich mich anstrengen? Warum soll ich aus meiner Komfortzone rausgehen? Was ist der eigentliche Spirit? Was ist der Sinn? Was ist der Zweck dahinter? Das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich anguckt in den verschiedensten Themen, die die Welt so zu bieten hat, was Menschen dazu motiviert hat, gewisse Leistungen zu erbringen. Das ist Sinn und Zweck. Und der dritte Punkt ist persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, was bringt es mir als Mensch, als Person, wenn ich das mache, wie kann ich mich weiterentwickeln? Und jetzt kam für mich irgendwann ein ganz interessanter Punkt dazu. Wenn man sich mal die Rahmenbedingungen anguckt, warum Ehrenamt funktioniert, und Ehrenamt ist ja nicht nur im Sport ein maßgeblicher Träger, wirklich von gesellschaftlichem Engagement auch in Deutschland, dann sind es oftmals genau diese drei Punkte. Und dann ist es völlig egal, ob jemand im Feuerwehrverein ist, im Schützenverein oder Kassenwart im Taubenzüchterverein ist. Es sind sehr häufig diese Themen, sie wurden selbstbestimmt ausgewählt. Ich entscheide mich dafür, ehrenamtlicher U17, U19-Trainer zu sein. Das mache ich aus Leidenschaft, weil ich dahinter einen bestimmten Sinn und Zweck erlebe. Ob das nur ein Sinn und Zweck für mich ist oder ob das der Sinn und Zweck ist, für andere Menschen etwas zu tun, völlig egal. Und ich mich vielleicht persönlich weiterentwickeln kann. Das heißt, als Beispiel derjenige, der vielleicht sogar zu Hause oder in der Firma nicht ganz so viel zu sagen hat, aber der erste Vorsitzende vom Schachverein ist. Ja, das ist für ihn ja auch eine persönliche Weiterentwicklung, weil er dort plötzlich in eine Rolle reinwachsen darf, die er sonst nicht haben kann. Und das finde ich so spannend. Und das impliziert für mich unter anderem auch alles dieser Satz, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass dieses innere Streben von uns Menschen danach, uns weiterzuentwickeln, weiterzukommen und einfach neugierig zu bleiben, uns auch in x 100 Jahren dazu bringen wird, sicherlich nicht mehr nur hier auf der Erde zu leben, sondern vielleicht auch noch irgendwo anders und noch ganz andere Entwicklungen möglich macht. Das ist so das, wie ich auf diesen Satz immer komme und warum ich diesen Satz so sehr liebe. Ja, ich finde den Satz spannend, weil es ist die Frage der Perspektive. Zum Beispiel jetzt die neue Schule in Hamburg, eine demokratische Schule, wie du gesagt hast, ja auch da Nena Kenner steht dahinter. Mhm. Die haben ein Buch rausgegeben und das Buch, der Titel ist Werden? Fragezeichen, ich bin doch schon, Ausrufezeichen. Mhm. Und wenn man das Ganze jetzt versteht, und das kann ich nur subjektiv aus meiner Sicht sehen, ist, es geht darum, gerade den Kindern dort zu zeigen, dass sie schon ganz besonders sind und schon in das quasi das Wertvolle im Innern liegt und nicht dadurch erreicht wird, indem man einen Lehrerberuf erreicht, indem man soziale Anerkennung bekommt. Und deswegen dieses Innen und Außen, glaube ich, eine Bedeutung hat. Was ist in mir innen? Was strebt in mir innen nach etwas? Und was wird mir von außen gegeben? So, du musst doch etwas werden. Das ist, glaube ich, nochmal etwas anderes. Absolut. Und ich kann die Aussagen, die du gerade zitierst, zu 100% unterschreiben. Zu 100%. Und ich glaube auch, dass es eine Frage der Perspektive ist und beide Perspektiven halt ihre Gültigkeit haben. Du hast so einen Satz gesagt, Akzeptanz von Andersartigkeit. Mhm. Hast du Dr. Raphael Bonelli zitiert. Was hat der Mann für dich für eine Bedeutung und was hat es mit diesem Satz auf sich? Das Interessante ist, dass der Satz Akzeptanz von Andersartigkeit gar nicht von ihm kommt. Den habe ich in diesem Podcast von woanders her, aber mit ihm in Zusammenhang gebracht. Also Raphael Bonelli ist jemand, der ja nicht nur aus medizinischer Sicht, weil er Mediziner ist, guckt und denkt, sondern auch aus psychologischer Sicht. Das heißt, weil er auch gerade noch Psychotherapeut ist. Das heißt, er hat sowohl die biologische als auch die psychologische Seite in der Betrachtung. Und ich habe von ihm lernen dürfen. Er hat in einem Vortrag mal den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand in Bezug auf uns menschliche Wesen einfach mal dargestellt. Was macht uns eigentlich aus und was prägt uns? Und da beschreibt er dreierlei. Er sagt, der erste große Part, der uns zu ungefähr 40% beeinflusst, ist so das Thema Temperament. Und Temperament beschreibt er als etwas, was genetisch bedingt ist. Das heißt, was wir von Mama, Papa, Oma, Opa und so weiter und so fort nach den jeweiligen Mendelschen Regeln da vererbt bekommen haben. Und es ist nun mal so, ist, wie es ist. Und es gibt keinen guten oder keinen schlechten Charakter, beziehungsweise kein gutes oder schlechtes Temperament oder ein richtiges oder falsches Temperament. Aber es ist sehr wertvoll zu wissen, was wir für ein Temperament haben. Sind wir also eher extra oder introvertiert unterwegs? Sind wir eher dynamisch dominant oder sind wir eher so ein bisschen zurückgezogen? Sind wir eher analytisch, rational unterwegs? Da gibt es ja verschiedenste Komponenten, die uns ja alle auch so in einem gewissen Mix ausmachen, aber halt bei jedem auf eine unterschiedliche Art und Weise und Dosierung.
Wir beide sind ja zum Beispiel eher Menschen, die sehr dynamisch sind, die sehr dominant sind, gut und schnell auf Menschen zugehen können, viel im Jetzt sind. Das zeichnet so unser Temperament aus. Und um vielleicht ein anderes Bild zu geben, das ist so etwas wie das Betriebssystem, was wir mitbekommen haben. Und jetzt passiert etwas, tatsächlich übrigens schon viel früher, da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch von Gerald Hüther, der das beschreibt, wo das, worauf ich jetzt komme, eigentlich schon anfängt, aber ich mache es mal ganz Anfang, nämlich ab dem ersten Tag der Geburt, beginnt etwas, was er als Persönlichkeit bezeichnet. Das heißt, Persönlichkeit im Gegensatz zum Temperament ist umfeldgeprägt. Und das ist jetzt folgendermaßen zu verstehen. Das heißt, ganz, ganz junge Wesen, zum Beispiel dein kleiner Sohnemann, hat, was sein Neokortex angeht, noch gar nicht die Möglichkeit, da dieser Neokortex noch nicht entsprechend entwickelt ist, Dinge zu reflektieren in der Tiefe, wie er sie tut. Deswegen haben wir beide zum Beispiel auch gar keine Ahnung mehr, wie unser zweiter Geburtstag abgelaufen ist. Das ist zwar unterbewusst bei uns irgendwo drin abgespeichert, aber wir haben da keinen Zugriff drauf. Jedenfalls wir beide haben den nicht da drauf. Und trotzdem ist es eine extreme Prägung. Weil diese jungen Würmchen und wir damals ja genauso streben letzten Endes ja eigentlich nur nach Liebe, Anerkennung, Wärme, Zeit und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit tun wir eigentlich alles dafür, um das zu bekommen. Und wenn wir in dieser Zeit gewisse Prägungen, gewisse Grundbotschaften erlernen, die da zum Beispiel heißen könnten, nur wenn du es dem und dem oder mir recht machst, bekommst du das auch. Nur wenn du schnell bist, nur wenn du stark bist, nur wenn du und so weiter. Da gibt es so entscheidende Grundbotschaften, die wir wirklich abspeichern und dann leider halt auch ein ganzes Leben mitnehmen, wenn sie in der Überdosierung gekommen sind, deswegen leider, dann prägen die uns halt ganz stark. Und das nennt man Persönlichkeit. Und im Gegensatz zu Temperament ist Persönlichkeit aber veränderbar. Deswegen spricht man ja auch von Persönlichkeitsentwicklung. Aber auch hier auf die Frage hin, gibt es ein gutes, ein schlechtes, eine schlechte Persönlichkeit, heißt die Antwort nein. Weil letzten Endes kann niemand etwas dafür, in welchem Umfeld er groß geworden ist. Vor allem die ersten 0 bis 6 Jahre, wo diese Prägung am stärksten ist, da kann ja keiner was dafür. Wobei Prägung auch nie aufhört. Ich gebe dir ein Beispiel, ich war leidenschaftlich Harley Davidson. Wenn ich jetzt die letzten 10 Jahre bei den Hells Angels gewesen wäre, wäre meine Prägung wahrscheinlich auch nochmal eine andere. Ja, also das hört da sicherlich nie auf. Diesen Einfluss bezeichnet er übrigens auch oder beschreibt er ungefähr auch mit 40%. Und um bei dem Bild zu bleiben, wenn Temperament eher Betriebssystem ist, dann ist Persönlichkeit eher Software. Und das Interessante ist ja, nicht jede Software passt auf jedes Betriebssystem. Also stell dir als Vater einen introvertierten Leuchtturmwärter vor, der aber einen Sohnemann, vielleicht über Opa und Obermeer getriggert, bekommt, der ein sehr dominantes, extravertiertes Temperament rausbringt. Ne? Der Vater bringt ihm aber immer bei, sei leise, fall nicht so auf, komm mal runter und so weiter und so fort. Und dann merkt man manchmal so, dass in uns so Themen drin sind, die vermeintlich haken. Weil wir über unsere Eltern, unsere wichtigsten Bezugspersonen vielleicht Prägungen bekommen haben, die aber nicht mit unserem Temperament korrespondieren. Das ist sehr spannend. Und jetzt fehlen ja noch 20% und die bezeichnet er als Charakter. Und Charakter beschreibt er als etwas, was selbstprägend ist. Das heißt, was machen wir eigentlich aus diesen beiden Impulsen, die uns ja jeden Tag antriggern? Das heißt, was kommt aus dem Temperament, was kommt aus der Persönlichkeit, aber was mache ich draus? Das heißt, nur weil ich ein vielleicht sehr starkes Temperament habe oder vielleicht eine sehr negativ geprägte Persönlichkeit, weil mir was weiß ich was in meinem Kindheitsalter erfahren ist, heißt es noch lange nicht, dass ich das auch leben muss, dass ich diesen Prägungen immer nachgehen muss. Nicht jeder, der vielleicht als Kind, ganz, ganz schlimmes Beispiel, von seinen Eltern geschlagen wurde, schlägt später auch seine eigenen Kinder. Deswegen gibt es in der Justiz ja auch immer den Punkt, dass immer geschaut wird, wie ist dann eigentlich jemand groß geworden, in welchem Umfeld ist jemand aufgewachsen. Und wenn man merkt, dass das ein sehr schwieriges Umfeld war, dann kriegt jemand vielleicht, wenn er was ganz Schlimmes gemacht hat, statt 18 Jahre 15. Das heißt, es ist niemals eine Entschuldigung, aber immer eine Erklärung. Und bei diesen drei Elementen kommt dann eines dazu, weil er ja immer wieder sagt, es gibt kein schlechtes oder gutes Temperament, es gibt keine gute oder schlechte Persönlichkeit. Aber es gibt einen guten oder schlechten Charakter, weil der ist selbstprägend. Aber es ist immens wichtig zu verstehen, weil es halt weder gut noch schlecht im Bereich Temperament und Persönlichkeit gibt, wie wichtig es ist, Andersartigkeit zu akzeptieren. Und das ist ja auch ein sehr friedvoller Ansatz, weil nur die Heterogenität,
Das wirst du in einer Fußballmannschaft merken. Das merkt man in Teams, das merkt man in Gesellschaften, das merkt man bei uns auf der Welt. Es war immer Heterogenität, die uns nach vorne gebracht hat, die uns weitergebracht hat, die uns neue Erfindungen hat erfinden lassen, die uns wirklich Entwicklung hat zulassen lassen. Und das ist Heterogenität. Und die kann man erst dann leben, wenn man wirklich gelernt hat, dass es kein Gut, kein Schlecht prinzipiell gibt, sondern dass es darum geht, Andersartigkeit zuzulassen und zu akzeptieren. Und jetzt führe ich den Satz nochmal weiter. Vielleicht sogar so weit zu gehen, zu sagen, uns hat ungefähr vor 2000 Jahren, heute würde man ihn als Influencer bezeichnen, im heute israelischen Raum, jemand beigebracht, und du weißt sofort, wen ich meine, nämlich Jesus, andere Menschen so zu behandeln, wie wir behandelt werden wollen. Das ist ein wunderbarer Satz. Und ich glaube aber, wenn er heute nochmal hier wäre, würde er sagen, naja, der ist aber auch 2000 Jahre alt, der Satz. Und wir haben uns ja alle weiterentwickelt. Und vielleicht ist er noch wunderbarer, wenn man daran denken würde, dass ja nicht gar nicht jeder so behandelt werden will wie ich. Weil wir haben ja nun mal unterschiedliche Menschen. Und wenn ich gelernt habe, Andersartigkeit zu akzeptieren, dann kann der Satz auch lauten, andere Menschen so zu behandeln, wie sie behandelt werden wollen. Weil jeder möchte anders behandelt werden. Und diese beiden Komponenten, erstmal selber wirklich in der Tiefe zu wissen, wer bin ich eigentlich und wie möchte ich warum behandelt werden, und auf der anderen Seite zu erkennen, was ist denn der andere für jemand und wie möchte der denn behandelt werden, das hilft uns doch viel mehr dabei, auch interkulturelle Unterschiede zu akzeptieren und dann aber auch wirklich gut und gesund zu leben. Nämlich andere Menschen tatsächlich so zu behandeln, wie sie behandelt werden wollen. Und in der Führung, in der Entwicklung von Menschen, dann aber sehr behutsam und sehr ressourcenorientiert, Menschen aber immer wieder auch mal, und das ist bei der Kindererziehung ja genauso, so zu behandeln, wie sie behandelt werden müssen, um sich zu entwickeln, weil nicht jeder immer auch aus seiner Komfortzone raus kann. Und wenn wir das lernen, auf eine ressourcenorientierte Art und Weise zu machen, dass wir wirklich Menschen beeinflussen, eben nicht zu manipulieren, Unterschied manipulieren, etwas zu tun, was der andere am besten nicht mitkriegt, damit ich meine Ziele erreiche. Ob der seine erreicht, ist mir egal. Beeinflussung bedeutet, es transparent zu machen und ein Ziel zu erreichen, was für mich gut ist und für den anderen mindestens genauso, wenn sogar nicht noch wertvoller. Das ist der große Unterschied. Und deswegen liebe ich zum einen die Ausführungen von Raphael Bonelli so, weil sie für mich nochmal deutlich gemacht haben, dass wir mit einem Teil der Themen, die wir halt auch beruflich platzieren, auf einem extrem guten Wege sind, der Reinhard und ich in diesem Fall. Und auf der anderen Seite macht, glaube ich, es diesen Satz Akzeptanz von Andersartigkeit nochmal ganz gut deutlich. Habe ich das richtig verstanden, dass 40% sind Temperament, genetisch, 40%, roundabout, ne? 40% ist Umfeld, gerade die ersten Jahre. Und dann 20% ist quasi in unserer Hand, heute, jetzt, guter oder schlechter Charakter. Welche Entscheidung treffe ich? Wie gehe ich mein Leben an? Und diese letzten 20% sagst du dann, das ist meine bewusste Entscheidung jeden Tag. Wie gehe ich mit den anderen 80 um? Jein. Das ist eine ganz, ganz tolle Frage, die du stellst. Weil dann wäre es ja relativ einfach zu sagen, okay, dann habe ich ja letzten Endes auch nur für 20% der Dinge, die ich so tue, Verantwortung. Das wäre schön oder einfach. Und deswegen sage ich bewusst nein. Mir hat mal genau jemand diese Frage gestellt, dass er sagte, okay, Thomas, dann habe ich mal die Frage, was glaubst du denn, auf wie viel Prozent dieser Themen hast du dann Zugriff? Weil nach der Theorie hast du ja nur auf 20% Zugriff. Dann sage ich, wenn ich mich tatsächlich mit mir beschäftige, wenn ich versuche rauszukriegen, und da gibt es gute Tools für, was habe ich für ein Temperament und welche Auswirkungen hat das Temperament? Wo ist es hilfreich, wo ist es manchmal nicht so hilfreich? Wenn ich mich mit meiner Persönlichkeit entwickle, wenn ich rauskriege, wo bin ich in einer Dosierung unterwegs, die total super ist und wo ist es vielleicht übertrieben, wo wäre ich von Dingen angetrieben, die eigentlich gar nicht meine Themen sind, weil sie von ganz anderen Themen, von ganz anderen Menschen in ganz frühester Kindheit gesetzt worden sind. Wenn ich das mache, dann weiß ich das und dann kann ich mehr oder weniger nicht nur in meinem 20-prozentigen Bereich Einfluss nehmen, sondern in diesen Bereichen ja auch. Das heißt, ich gebe dir ein Extrembeispiel. Wir nehmen mal den Choleriker. Der wirklich vielleicht, weil er auch so ein aufbrausendes Temperament hat und weil er dann vielleicht auch in seiner Prägung seiner Kindheit einen ähnlichen Vater hatte, eigentlich immer in bestimmten Momenten anfängt loszubrüllen und loszuschreien und vielleicht sogar handgreiflich wird. Jetzt kann man ja sagen, naja, 80% ist Prägung, da kann er ja nichts dafür. Und wenn er dann zu 20% da nicht reinfällt, wäre das doch schon super. Nee, weil er das weiß, kann er den Willen dafür entwickeln, auch bei möglichst vielen der anderen Prozente
das zu können. Und wenn man mich dann fragt, was glaubst du denn noch, wie viel Prozent hast du denn bei einer guten Entwicklung, wenn man wirklich gut an sich arbeitet, auf wie viel Prozent hast du, glaubst du, dass du Zugriff hast? Dann komme ich auf eine Zahl zwischen 70 und 80 Prozent. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht auf alles Zugriff haben. An einige Dinge kommen wir einfach nicht ran. Es ist ja eh eine leidige Diskussion, gibt es den freien Willen, ja oder nein? Ich glaube nur, dass wir, wenn wir uns sehr tief mit dem Thema Verantwortungsübernahme beschäftigen, wenn wir immer wieder daran arbeiten, die Dinge bewusster zu machen, wenn wir immer wieder daran arbeiten, achtsam zu sein und wirklich im Vorfeld auch gucken, was wird das auslösen, was ich jetzt hier mache, haben wir eine Chance, diesen prozentualen Anteil von vermeintlichen 20% und nur 20% gehörig zu steigern. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir mit den Themen Achtsamkeit und Verantwortungsübernahme dann auch auf 70-80% kommen können. Und das heißt nicht, dass ich mein Temperament verändere. Und ich kann auch nicht die Prägung, die ich in den ersten 6 Jahren gekriegt habe, verändern. Die bleiben ja. Aber ich kann in Auswirkungen und ich kann an dem, was ich draus mache, daran kann ich halt sehr großen Anteil haben. Nun schreibst du da auf deiner Homepage, die du mit deiner Frau zusammen hast, Take the Lead, dass Augenhöhe dir extrem wichtig ist. Mhm. Und dieser Podcast heißt ja auch zufälligerweise Eye-Level Podcast. Was bedeutet Augenhöhe für dich? Ich würde bei Augenhöhe ganz gerne nochmal diese Unterscheidung, und ich arbeite wirklich sehr gerne mit Unterscheidung anbringen, die ich gerade schon mal ganz kurz erwähnt habe. Die habe ich übrigens von Reinhard gelernt. Und deswegen gebe ich dieses Bild mal rein. Die Sozialstruktur einer Pferdeherde ist der Sozialstruktur von uns Menschen sehr ähnlich. Das heißt, in der Herde gibt es eigentlich zwei ganz relevante Positionen. Das ist einmal die Leitstute und das ist der Leithengst. Und es gibt eine ganz klare Hierarchie. Und ich mache es relativ kurz. Die Leitstute ist diejenige, die in der Hierarchie ganz oben steht, weil sie trägt die höchste Verantwortung und die größte Verantwortung. Sie ist ungefähr von 24 Stunden zwischen 20 und 22 Stunden aktiv, guckt immer, wo sind die nächsten Weideflächen, wo droht vielleicht Gefahr, wo muss ich die Herde hinführen und so weiter und so fort. Sie stellt die Regeln auf und hält auch das Feld, wie man so schön sagt. Der Leithengst, nur ganz kurz zur Ergänzung, ist eigentlich derjenige, der für die Gefahrabwehr zuständig ist, da Pferde halt Fluchttiere sind. Und wenn die Leitstute Gefahr erkennt, dann gibt sie die Richtung vor und dann wird geflüchtet. Und der Einzige, der sich dem Feind entgegenstellt, ist der Leithengst. Das ist seine große Rolle. Das heißt, man merkt auch, wenn man in eine Pferdeherde einen Napf mit Fressen reinstellt, wird immer die Leitstute als erstes fressen. Und sie hat auch das Anrecht darauf, als erstes zu fressen. Und sie hat auch das Anrecht auf das beste Fressen, weil sie die meiste Energie verbraucht und die größte Verantwortung trägt. Deswegen braucht sie das auch. Übertragen auf den Job heißt das zum Beispiel, der CEO, der Chef eines Unternehmens, hat das Recht, jetzt übertrage ich es, auf das größte Büro, fetteste Gehalt, größte Auto, eigenen Parkplatz, größte Fresse, ich mache es jetzt ganz bewusst provokant, wenn er der Verantwortung Rechnung trägt, die er für das Unternehmen hat. Nämlich das Unternehmen so zu führen und so zu leiten, dass es allen gut geht. Weil die Leitstute ist die Hüterin des Wirs. Und der Chef eines Unternehmens ist der Hüter des Wirs, dass es allen gut geht. In der Pferdeherde ist das Spannende dabei, dass an Hierarchiestufe 2, das heißt, das Pferd, was an Hierarchiestufe 2 steht, immer überprüft, jeden Tag aufs Neue, nicht nur alle 5 Jahre, da wird kein Vorstand gewählt, sondern es wird jeden Tag aufs Neue überprüft, bist du noch in der Lage, die Verantwortung für uns zu übertragen, weil sonst übernehme ich sie. Das heißt, das ist dieser eine Teil der Komponente, wo man sagt, es braucht keine Gleichrangigkeit. Es ist sogar wichtig, dass jemand im Rang oben steht, wenn er die Kompetenz hat, wirklich das Ganze dann auch gut zu führen in der Verantwortung, dass es allen dabei gut geht. Dann braucht es keine Gleichrangigkeit. Zumal es tatsächlich so ist, viele Unternehmen propagieren ja, wir haben keine Hierarchien mehr, wir haben das alles abgebaut. Dann sage ich, ja, das ist spannend. Ihr habt vielleicht Hierarchien abgebaut. Glaubt ihr, in Wirklichkeit habt ihr nur Hierarchien neu definiert? Weil es bleibt immer eine Hierarchie da und irgendjemand geht immer ins Lead. Übrigens, es ist immer so, wenn keiner in Führung geht, irgendjemand nimmt sich immer die Führung. Die Frage ist nur, ob es dann der Richtige ist. Und deswegen ist es ja sogar so wichtig, dass derjenige hochrangig ist, der die Kompetenz besitzt und auch die soziale Verantwortung besitzt, wirklich das Wir zu fördern. Deswegen braucht es keine Gleichrangigkeit. Was die Leitstute aber ganz genau weiß, ist, dass sie ja nur im Herdenverband überleben kann. Und jetzt komme ich zu der Komponente Gleichwertigkeit.
Das heißt, das Pferd auf Hierarchiestufe 10, 11, 12, meinetwegen, ist genauso viel wert wie die Leitstute. Genauso viel wert. Das weiß die Leitstute im übertragenen Sinne halt auch. Das überprüfe ich manchmal immer ganz gerne, indem ich dann einfach mal gucke, wie beschäftigt sich der CEO mit vermeintlich total niederrangigen Menschen. Das heißt, sperren ein CEO eine halbe Minute oder eine Minute mit der Putzfrau eines Unternehmens an und guckt ihr an, wie geht er mit der um. Ist ihm bewusst, dass die Putzfrau eines Unternehmens zwar niedrigrangig ist, aber genauso viel wert ist wie der Chef? Und ich habe beides in Unternehmen schon erlebt. Das heißt, ich habe Unternehmen erlebt, was übrigens häufiger vorkommt, wo gerade in Top-Führungspositionen dieses Thema nicht notwendige Gleichrangigkeit gerne gelebt wird. Ne? Also hier, Titel auf der Schulter, dickes Geld und, ne, und bin hier der wichtigste Mops. Aber wenn das Thema notwendige Gleichwertigkeit nicht gelebt wird, kommt es immer zu extremen Problemen. Gerade auch kulturell, was Stimmung angeht und jetzt auch am Arbeitsmarkt, wo wir keinen Arbeitgebermarkt mehr, sondern einen Arbeitnehmermarkt haben, merken genau diese Firmen, scheiße, uns laufen die Leute weg. Wo kriegen wir gute Leute, guten Nachwuchs her? Warum laufen uns die Leute weg? Warum gehen sie teilweise in Unternehmen, wo sie vielleicht sogar 100 Euro weniger verdienen? Warum bleiben die nicht bei uns? Ja, weil das letzten Endes nicht das Entscheidende ist. Umgekehrt ist es aber genauso. Ich habe mal ein Projekt in einer Firma gehabt, wo die beiden Geschäftsführer extrem gleichwertig geführt haben. Das war toll. Die hatten sogar auch nur 3 Hierarchiestufen. Was sie aber dummerweise gemacht haben, war Folgendes. Ständig Open-Door-Management für jeden ansprechbar. Wenn sie von oben etwas reingegeben haben, haben die Bereichsleiter das weitergegeben an ihre Mitarbeiter. Und wenn die Mitarbeiterebene das aber doof fand, hat sie mal eben die Bereichsleiterebene übersprungen, ist direkt zum Chef gelaufen. Und da die sich ja immer gut verstanden haben, hat der Chef gesagt, okay, du kriegst eine Sonderregelung. Also es war pures Chaos. Weil halt eben nicht irgendwann die Regeln vorgegeben wurde, wie es die Leitstute einfach macht und sagt, nein. Und ich gehe mit dir auch gerne in den Konflikt, wenn du die Regeln nicht einhältst. Aber ich gehe mit dir deswegen nicht in Konflikt, um dich zu besiegen, sondern ich gehe deswegen mit dir in Konflikt, damit es danach allen wieder besser geht. Das ist Augenhöhe. Das heißt zu erkennen, wenn ich hochrangig bin, dann habe ich die Verantwortung dieser Hochrangigkeit auch zu tragen, mit allen Konsequenzen, mit allen Notwendigkeiten, mit allen Konflikten, damit es danach allen besser geht. Und trotzdem muss mir klar sein, ich mache das auf Augenhöhe, weil ich bin nicht wertvoller als die anderen. Ich bin genauso viel wert wie alle anderen, weil nur wenn alle da sind und wenn alle ihre Performance liefern, bin auch ich überlebensfähig. Weil die stärkste Leitstute und auch der stärkste Leithengst alleine in der freien Wildbahn ist tot. Kommt der Löwe an, wird gefressen, weil nur im Herdenverband kann er überleben. Und im Grunde genommen ist es bei uns Menschen genau das Gleiche. Eine Firma mit 500 Mann. Braucht die 500 Leute, wenn sie vernünftig gut strukturiert ist und so weiter und so fort. Und da kann man auf niemanden verzichten. Und es ist wichtig, dass es Hochrangigkeiten gibt. Aber es ist genauso wichtig, dass es Gleichwertigkeiten gibt. Und das ist für mich eine der besten Definitionen von Augenhöhe, wenn Menschen das begreifen, dass es halt beides braucht. Es braucht keine Gleichrangigkeit, weil es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die in hochrangigen Positionen sind, wenn sie die Kompetenz dafür haben, diese Hochrangigkeit zu besetzen, im Sinne aller, also dieser Hüter des Wirs. Und es braucht die Gleichwertigkeit, aber zu wissen, hey, ich bin genauso viel wert wie alle anderen, auch wenn ich 10-mal so viel Geld verdiene wie die, das hat mit Wertigkeit nichts zu tun. Das hat nur damit was zu tun, dass ich meine Verantwortung, die ich habe, bezahlt bekomme. Aber vom reinen Ansehen her bin ich genauso viel wert wie die Putzfrau, wie der Hausmeister oder wie halt auch immer. Und das als Kultur zu implementieren in Teams, in Mannschaften, gerade beim Fußball. Was ist mit Spieler 20 bis 25, die meistens in der zweiten spielen müssen und so weiter und so fort? Kriegen die genauso viele Gespräche mit dem Co-Trainer, mit dem Trainer? Werden die genauso beachtet? Haben die das Gefühl, gleichwertig zu sein? Ich halte ganz, ganz viel davon, dass es in der Fußballmannschaft eine Hierarchie gibt, dass es Jungs und Leute gibt oder auch in der Damenmannschaft Mädels, die halt das Sagen haben, die die Richtung vorgeben. Der Trainer sowieso. Aber es muss eine Gleichwertigkeit geben. Und das ist für mich vielleicht eine andere, aber meiner Meinung nach auch die bessere Definition für auf Augenhöhe begegnen. Danke. Sehr spannend auch, wie du es ja auch schon bei deiner Beziehung erklärt hast, dass nicht man unbedingt immer auf Augenhöhe sein muss, sondern es kann auch mal einer führen, aber man trotzdem gleichwertig ist, ja. Ich halte das sogar für ganz wichtig, weil ich bin doch auch ein Mensch. Ich habe auch Tage, wo es mir nicht gut geht. Ich habe Tage, wo ich zweifle, wo ich Angst habe, wo ich denke, oh Gott, wie kriege ich das alles hin? Und es tut mir so gut,
dieses mit meiner Partnerin teilen zu können und auch mit meinen Kindern teilen zu können und denen auch nicht suggerieren zu müssen, der Papa kann alles, ich bin der perfekte Mensch. Perfektion weckt Aggression. Es weckt ja sogar die Angst, wenn wir meinen, immer den Überstrahlemann geben zu müssen, dann weckt es ja eher die Assoziation, so wie der werde ich ja eh nie. Und deswegen halte ich sehr viel davon, über diese Themen auch mit meinen Kindern immer wieder mal zu sprechen. Weil gerade mein 15-Jähriger ist gerade voll in der Pubertät drin. Völlig normal, dass der in einigen Themen high performt bis zum geht nicht mehr und in anderen Themen dann plötzlich voll in der Opferrolle drin ist und da am Zweifeln ist. Und wenn er einen Papa erlebt, der das kennt, der ihn da bestätigt und wo er auch merkt, dass er das auch sein darf, dass das erlaubt ist, halte ich für extrem wichtig. Nun hast du schon häufiger die Pferdeherde angesprochen. Du hast den Spirit angesprochen. Wie hast du deinen Zugang zu deinem Herzen gefunden? Ich glaube, ich habe das nicht bewusst gemacht. Es gibt so ein paar Momente, wo ich wirklich immer wieder merke, dass es mir immer besser gelingt, dass mir der Zugang zu dem Herzen wieder besser gelingt. Weil es gab in meiner Vergangenheit eine Situation in meinem Leben, da war ich noch ganz, ganz jung, ich glaube, ich war 7 oder 8 Jahre alt, da musste ich familiär bedingt eine Rolle einnehmen, die man heute als Erwachsenenrolle bezeichnen würde, für die ich damals viel zu jung war. Aber es ging damals nicht anders, das hatte was innerfamiliäres damit zu tun. Und ich habe das in meiner Coaching-Ausbildung gut aufarbeiten können, wo ich halt eigentlich eins gemacht habe, wo ich damals viele Emotionen abgeschnitten habe und dann einfach, weil ich funktionieren musste und auch funktionieren wollte, eigentlich zum Kopfmensch wurde. Das heißt, gerade in Situationen, das ist auch manchmal sehr hilfreich, wo wirklich allerhöchste Panik angesagt ist, wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um schwere Krankheiten geht, wenn es um Krise geht und so weiter und so fort, dann werde ich als eigentlich sehr emotionaler Mensch komplett ruhig, ich fahre total runter und ich fange an zu funktionieren. Wenn sich das ganze Umfeld in Wohlgefallen auflöst, beziehungsweise nicht in Wohlgefallen, sondern in Panik auflöst und keiner mehr weiß, was los ist, kommt es mir manchmal so vor, als wenn ich nur noch rational funktioniere. Das ist ja in der Krisensituation sehr hilfreich und es gibt mir halt auch immer die Zuversicht, dass ich genau diese Situation auch meistern werde. Aber auf Dauer entwickelt sich dann eine Gewohnheit, dass man manchmal genau diesen Herzenszugang nicht mehr hat oder immer weniger hat. Ne? Wir bezeichnen das immer ganz gerne, ja, du hast es vom Kopf her verstanden, aber es ist noch nicht hier angekommen. Und dann fällt es auch in der Umsetzung schwer. Das heißt, etwas rational, kognitiv verstanden zu haben, es aber mit dem Herzen noch nicht verstanden zu haben, macht eigentlich immer wieder deutlich, warum es uns oftmals so schwer fällt, die Dinge, obwohl wir sie verstanden haben, dann wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und es gibt immer mehr Elemente, wo ich merke, dass dieser Zugang immer wieder geöffnet wird. Und das hat natürlich mit ganz, ganz vielen Begegnungen zu tun, die ich in meinem Leben haben durfte. Und ich merke das manchmal in ganz, ganz simplen Situationen. Meine Kinder lachen da immer schon drüber. Wenn ich im Fernsehen Themen begegne, die irgendwas mit Familie zu tun haben, die was mit Vater-Sohn-Beziehung zu tun haben, familiären Geschichten zu tun haben, wo etwas einfach nur schön ist, sitze ich da und dann läuft mir das hier runter. Und dann merke ich tatsächlich, da berührt mich gerade extrem was. Und da merke ich, jetzt wirst du in deinem Herzen gerade berührt. Meine Jungs lachen dann immer schon, weil das sind manchmal die beklopptesten Sendungen, wo ich anfange zu heulen, wo die immer sagen, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Papa, das ist jetzt hier Harry Potter oder das. Dann haben wir mal SpongeBob zusammen geguckt und dieser kleine, süße, gelbe Schwamm, dem ist dann irgendwann mal was gelungen, was ihm noch nie gelungen ist. Und er hat sich gefreut wie Bolle darüber. Und dann fange ich halt an zu heulen bei solchen Themen. Und dann hat das sicherlich nicht unbedingt was mit dem kleinen Schwamm zu tun, sondern mit der Übertragung, die in mir dann vorgeht, wo ich dann verstehe, was da eigentlich für mich interpretiert dann einfach vorgeht. Das sind dann so die Elemente, wo meine Jungs dann immer lachen. Meine Frau kennt das eh schon. Wo ich aber merke und mich dann freue, ey, der Zugang zu deinem Herzen wird wieder weiter. Und deswegen freut es mich dann einfach. Und deswegen kann ich da auch so offen drüber berichten, wie ich es jetzt gerade hier tue. Was ist für dich bodenständige Spiritualität? Wenn wir manchmal in Workshops oder in Coachings über das Thema Selbstbewusstsein sprechen oder Selbstwertgefühl, nenne ich es mal, hat das ja mit zwei Dingen zu tun. Auf der einen Seite setzt sich Selbstwertgefühl aus dem zusammen, wie sehr ich an meine eigene Selbstwirksamkeit glaube. Da kommt ja auch das Thema Selbstvertrauen her und so weiter und so fort.
Selbstbewusstsein, das heißt, wie bewusst ist es mir, dass ich es selber verändern, bewirken und so weiter und so fort kann, also Selbstwirksamkeit. Und auf der anderen Seite hat es was damit zu tun, wie gehe ich mit mir selber um? Unter anderem, wie gehe ich sprachlich mit mir um? Wie rede ich mit mir selber? Weil zu 90% reden wir am Tag ja mit uns selbst. Diese ganzen Gedanken, die wir so über uns selber haben, die ganzen Selbstgespräche, die wir führen, meistens ja unbewusst. Manche machen es laut, aber die meisten machen es ja leise. Es hat ja sehr viel damit auch zu tun, welche Qualität hat eigentlich mein Selbstgespräch mit mir. Und jetzt komme ich zu der Beantwortung einer Frage. Es hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie gehe ich körperlich mit mir um. Das heißt, wie ernähre ich mich, wie gehe ich sportlich mit mir um, wie ist meine Gesundheit und so weiter und so fort. Wie gehe ich geistig mit mir um? Das heißt, was lasse ich in meine Rübe rein? Ich gebe dann immer gerne das Beispiel, wenn ich auf gewisse Punkte oder Personen zu sprechen komme, würdest du die dir nach Hause einladen, um mit denen Abend zu verbringen? Nee, im Leben nicht. Okay, erzähl mal, warum nicht? Pop, 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 pop. Okay, was lässt du denn alles geistig in dein Wohnzimmer da oben rein? Womit beschäftigst du dich? Ne? Warum beschäftigst du dich mit irgendwelchen Themen, die im Fernsehen kommen, in den Nachrichten kommen, wenn du A, weißt, du hast eh keinen Einfluss darauf und B, dass du auch noch merkst, die tun dir nicht gut? Warum tust du das? Also wie gehe ich geistig mit mir um? Und wie gehe ich seelisch mit mir um? Und dann kommt sehr häufig die Frage, hat das was mit Glauben zu tun? Und dann habe ich gesagt, jein. Dann sage ich immer, es hat vielleicht eher was mit Spiritualität zu tun. Und ich sage dann immer, wenn wir mal das Thema Glauben nehmen, dann sage ich, es ist letztendlich egal, woran jemand glaubt. Oder ob jemand überhaupt an etwas glaubt. Wichtig ist nur für sich rauszukriegen, tut mir das, was ich glaube, gut. Das heißt, wenn jemand wirklich sagt, ich bin Atheist, und es ihm gut tut, hey, alles in Ordnung, das ist doch okay. Und solange jemand durch oder mit seinem Glauben, woran auch immer, keinem anderen damit auf die Füße tritt, auch alles in Ordnung. Aber für sich auf eine Reise zu gehen und wirklich mal zu gucken, was ist denn das eigentliche Warum hier hinter? Warum bin ich eigentlich hier? Und was will ich eigentlich mit der Zeit, die mir gegeben ist, bewirken? Das ist ja die große Entscheidung, die wir treffen können. Was mache ich mit der Zeit, die ich habe, von der ich auch nicht weiß, wie viel bleibt mir noch davon? Wenn ich Pech habe und gleich über die Straße gehe und da kommt irgendwie so ein Hansel lang, dann bin ich vielleicht in 5 Minuten nicht mehr da. Ich weiß das nicht. Also wie bewusst nutze ich die Zeit, die ich habe und was will ich mit ihr bewirken? Völlig unabhängig davon, ob ich daran glaube, dass irgendwann noch mal was kommt, ob es da ein Schicksal gibt oder ob es da einen lieben Gott gibt oder ob ich wiedergeboren bin. Das ist völlig wurscht. Und das ist für mich eine Reise, die ich gerne auch als eine Art Spiritualität bezeichne, die dann aber auch bodenständig genug ist, sie mit dem zu verbinden, worum es letzten Endes geht, nämlich mit uns als Menschen, mit uns im Hier und Jetzt und mit dem, was wir tagtäglich einfach zu leisten und zu tun haben. Das ist ja einfach die Geschichte, weil das Leben geht ja normal weiter. Wir haben alle unsere Verantwortlichkeiten, wir haben alle unsere Themen, wir haben alle unsere Herausforderungen. Und wenn das, womit wir uns da beschäftigen, uns dabei hilft, uns Kraft gibt, uns Energie schenkt, dann halte ich das für eine gute spirituelle Bodenständigkeit. Thomas, was ist die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest? Ich bin von allertiefstem Herzen davon überzeugt, je mehr wir den Weg gehen, dass wir nicht mehr darauf warten, dass sich im Außen irgendetwas ändert, dass sich das Wetter ändert, dass sich die Gesetze ändern, dass sich die Regierung ändert, dass irgendwann wieder der große Meister kommt, der alles alleine regelt. Sondern dass wir immer mehr dahinter kommen, die Verantwortung liegt bei mir. Dann haben wir eine Möglichkeit, die Welt in die Richtung zu drehen, in die wir sie alle letzten Endes auch haben wollen. Und das fängt damit an, und da freue ich mich immer tierisch drüber, das ist vor allem mein Kleiner so, wenn ich mit meinem Kleinen durch den Wald laufe, ob wir joggen gehen, wie auch immer, wenn der tatsächlich am Wegesrand irgendwie Müll liegen sieht, hebt er das auf und schmeißt es in den nächsten Mülleimer. Das ist diese kleine Verantwortlichkeit, von der man ja glauben kann, ja, was bewirkt denn das? Es bewegt wahnsinnig viel. Und das ist genau das Thema. Und ich glaube, und ich bin auch davon überzeugt, nicht nur durch Corona, sondern durch viele Dinge, dass wir Menschen genau auf dieser Reise schon sind. Dass immer mehr Menschen merken, hey, da gibt es was anderes, ich will auch was anderes, aber es fängt bei mir an. Ich warte nicht auf irgendjemanden und ich fange im Rahmen meiner Möglichkeiten an. In meinem Einflussbereich fange ich damit an. Und genauso wie du mir ja im Vorgespräch erzählt hast, dass es dich gerade inspiriert, dass du Coaches in Education betreiben sollst, dass du halt also nicht nur für dich deine 11, 20, 25 Spieler beeinflussen kannst, sondern dadurch, dass du dein Wissen, dein Können an andere Coaches weitergibst, plötzlich einen Einfluss auf hunderte von Spielern hast, erweiterst du dadurch deinen Einflussbereich.
Aber es liegt in deiner Verantwortung, ob du es tust und wie du es tust und was du da tust. Und je mehr wir Menschen in diese Richtung gehen, die Verantwortung bei uns zu sehen, und wenn der Einflussbereich noch so klein ist, je mehr Menschen damit anfangen, desto eher werden wir dahin kommen, wo wir alle hinkommen wollen. Und die Verantwortung, um deine Frage konkret zu beantworten, die würde ich ganz gerne noch mehr im Leben sehen. Und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten darf, nicht nur in meinem Netzwerk, sondern auch mit meinen Coaches, in den Workshops, in den Seminaren und so weiter und so fort, wo ich ganz stark das Gefühl habe, dass sie da auch deswegen sind, weil sie das wollen und weil sie das auch sehen, nur noch nicht immer wissen, wie sie es tun können. Sonst säßen sie gar nicht da. Das heißt, im Gegensatz dazu, wenn ich Lehrer geworden wäre, wo ja ganz viele Menschen auch da gesessen hätten, weil sie da sitzen müssen, darf ich heute eigentlich zu 99% nur mit Menschen zusammenarbeiten, die dort sitzen wollen, also die Veränderung wollen, die nur eine Hilfestellung suchen. Wie mache ich denn das? Gibt es dort etwas, was mir hilft, mehr genau diese eigene Verantwortung zu sehen? Und ich glaube, da liegt ein ganz großer Schlüssel drin. Nun hattest du bei deinem anderen Podcast eine schöne Metapher genannt. Du hattest gesagt, irgendwann hast du aufgehört, auf dein eigenes Tor zu spielen und quasi im wahrsten Sinne des Wortes Eigentore zu schießen. Und hast dann irgendwann angefangen, mal mit dir aufs andere Tor zu spielen. Wie kann man das verstehen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine Zeit lang wirklich tatsächlich auf das eigene Tor spielt. Und da sind in dem Moment dann keine eigenen Tore. Also das sind im klassischen Sinne keine Eigentore, sondern es wird erstmal auf das eigene Konto eingezahlt. Es werden Dinge gemacht, um das eigene Selbstvertrauen, das eigene Selbstwertgefühl, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Und dafür ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, eine Zeit lang genau das zu tun. Nur halte ich es einfach für wichtig, irgendwann zu erkennen, okay, ich glaube, dass ich mittlerweile stark genug bin, jetzt nicht mehr nur Verantwortung für mich zu übernehmen, sondern auch anzufangen, Teile dieser Verantwortung auf andere zu übertragen und in Felder reinzugehen, um das, was ich erleben durfte, was ich gelernt habe, was ich mittlerweile aufgebaut habe, dafür einzusetzen, um halt, sag ich mal, auch andere Menschen zu inspirieren, andere Felder zu besetzen, andere Felder, andere Teams, andere Mannschaften, andere Projekte, andere Unternehmen, wie auch immer, zu entwickeln. Und der Dalai Lama hat das mal so schön ausgedrückt, dass er davon gesprochen hat, dass er sich mehr intelligente Egos wünscht oder Egozentriker wünscht oder Egomanen wünscht. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, weil er einfach gesagt hat, wenn es euch darum geht, dass es euch gut geht, wo es jedem Menschen darum geht, dann macht mehr was für andere, weil anderen Menschen zu helfen, für andere Menschen etwas zu tun und die glücklich zu machen, das ist interessanterweise mittlerweile auch bewiesen, macht selber glücklich. Und dann tust du doch dadurch, dass du was für andere machst, tust du im Umkehrschluss was für dich. Und das ist ja das Interessante. Das heißt, ich fange an, auf das andere Tor zu spielen und trotzdem fühlt sich mein Torekonto genauso. Weil ich, wenn ich das bewusst erleben darf, wie sich auch Menschen, sage ich mal, mit denen ich gerade auch im mittel- und langfristigen Bereich als Coach zusammenarbeiten kann, wie die sich entwickeln, was die mir dann auch für Feedbacks geben, was denen dann plötzlich gelingt. Ich habe jetzt vor 2 Tagen noch mit einem Coach von mir telefoniert, der mir wirklich freudestrahlend erzählt hat, was ihm mittlerweile gelungen ist und welchen Anteil ich seiner Meinung nach daran habe, dass er sich dahin entwickelt hat. Ich habe so ein tolles Gefühl in mir gespürt, so eine Dankbarkeit und so eine Freude darüber, dass ich Teil daran haben durfte. Dass das passiert ist, wovon ich damals immer mir gewünscht habe, dass es mal eintritt, dass Menschen sagen, ey, dass ich den Uchtmann kennengelernt habe, das war gut, das hat mir geholfen. Und das darf ich heute machen. Das heißt, dadurch, dass ich anderen Menschen etwas gebe, gebe ich mir letzten Endes wieder selber etwas. Aber ich glaube einfach, dass es dafür halt auch eine Zeit lang etwas braucht, was ich halt immer nenne, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und je mehr ich wirklich auch in mich selber investiere, um mich besser zu verstehen, um mich besser zu entwickeln, um mich besser kennenzulernen, mit allem drum und dran, desto mehr, und das ist auch ein heißgeliebter Satz von mir, kann ich halt wirklich erwachsen werden. Und echtes Erwachsenwerden heißt halt auch, immer weniger auf sich selber hereinzufallen. Also sich besser zu verstehen, die Löcher zu umfahren, die ich nicht immer nutzen muss, sondern auch wirklich zu verstehen, was braucht es eigentlich auch, dass ich glücklich werde. Und oftmals ist es halt tatsächlich das, fang an, aufs andere Tor zu schießen und trotzdem fühlt sich dein Torekonto dann auch noch selber. Nun habe ich dir viele Fragen gestellt. Hast du zum Abschluss des Podcasts auch noch eine Frage für mich? Ja, mich würde interessieren, du machst ja eine ganze Menge Podcasts.
Was ist denn deine Inspiration, deine Energie, deine Zeit? 7 Uhr morgens sind wir angefangen in Philadelphia. Jetzt bist du halt jemand, der auch gerne früh aufsteht, wie du mir gerade beschrieben hast. Ich bin es halt nicht. Also es muss ja etwas geben, was dich inspiriert und die Energie vergeiht, genau das zu machen. Ich bin nicht der Erste, mit dem du einen Podcast machst. Was ist das? Was treibt dich an? Warum tust du das? Du hast recht, du bist Folge 29. Also es ist schon, es geht auf die 30 zu. vollkommen richtig. Der Punkt ist, was ich gemerkt habe, als ich damit angefangen habe, hatte ich schon idealistische Gedanken, auch einen gewissen Inhalt herauszustellen oder eine gewisse Begegnung herauszustellen. Also quasi Menschen, die den Podcast hören, eine gewisse Art von Begegnung und Fragen mitzugeben, wo sie sagen, wow, okay, das könnte ich ja meinen Mann auch mal fragen oder das könnte ich mal meinen Freund auch mal fragen, diese Frage, was bewegt dich oder was macht dich einzigartig? Und das hebt eine Konversation dann auch beim Bier auf ein ganz anderes Level und auf eine ganz andere Tiefe. Und auch einfach zu zeigen, Verletzlichkeit ist auch möglich vor einer Kamera. Und auch, man kann sich verletzlich machen, ohne quasi sich öffentlich jetzt an den Pranger zu stellen, aber man kann Verletzlichkeit zeigen in einem Rahmen, der andere inspirieren kann, auch Verletzlichkeit zu zeigen. So, das war das eine. Und dann habe ich aber gemerkt mit der Zeit, dass jede Podcast-Folge total cool war. Also jede Begegnung mit jedem Menschen war immer besonders und nachher waren beide happy. Also sowohl der, der gesprochen hat, als auch ich, der zugehört hat, weil du, wie du es gerade gesagt hast, ob du jetzt aufs eigene Tor, auf das andere Tor, wie auch immer, am Ende gibt es dir etwas. Und es ist ein ganz spannender Moment, den beide nicht vergessen. Also wir werden beide diesen Podcast nicht vergessen. Das stimmt. Und wann immer wir zusammenkommen oder wann immer wir an was denken, wir werden immer diesen Moment gemeinsam, eben obwohl er virtuell war, obwohl er jetzt nicht mit einem Bier irgendwie da verknüpft wurde oder so weiter, es ist etwas, was irgendwie eine Gemeinsamkeit, einen Zusammenhalt, wie du auch schon sagst, also zusammen etwas Zusammengehöriges gibt. Und ich fand das ganz spannend und muss ehrlich sagen, dass mir jeder Podcast also eine Beziehung gibt, eine Herzensverbindung gibt und dass ich merke, dass desto mehr Herzensverbindungen ich habe oder desto intensivere Herzensverbindungen ich habe, desto besser geht es mir auch. Also das ist ja auch, man sagt ja auch immer, desto stärker auch das Netzwerk oder die Menschen um einen drumherum, desto stärker kann man ja auch in seinem eigenen Leben vorangehen. Und ich merke, dass wenn ich ein starkes Netzwerk habe, wenn ich starke Menschen habe, die ganz unterschiedlich sind, aber vielleicht kommt irgendwann der Tag, wenn ich mal quasi ein Lied von dir brauche, wenn ich mal kurz Führung brauche. Und dann, jetzt habe ich dich heute mal durch den Podcast geführt mit ein paar Fragen. Und dann irgendwann dreht sich das Ganze mal in 2 Jahren oder wie auch immer. Und dann geht das Ganze andersrum. Und deswegen, da bin ich total glücklich über jede Folge und über jede Begegnung und muss ehrlich sagen, dass mir das riesig Spaß macht. Also, ja. Das merkt man. Und vielen Dank für die Zeit, die du jetzt mit mir verbracht hast. Und ich finde es toll, ein Teil deiner fast schon 30 Podcasts sein zu dürfen. Vielen Dank. Wir machen es zum Abschluss immer so, Thomas, dass wir eine Minute der Stille machen, um das Ganze mal einfach wirken zu lassen, um vielleicht auch nicht nochmal so schnell auf uns selber hineinzufallen, wie du sagen würdest. Um das Ganze bewusst werden zu lassen. Und nach der letzten Minute gebe ich dir dann über und dann kannst du die letzten Worte geben an die Zuhörer.
Ja, diese Minute der Stille gibt mir immer noch mal eine ganz besondere Ruhe und auch Dankbarkeit für den Moment. Und es war total spannend, dich heute auch mal im Rahmen des Podcasts kennenzulernen und deine ganze Energie zu spüren. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich würde ganz gerne enden wollen, eigentlich mit der ersten Frage, die du mir im Vorfeld ja hast zukommen lassen, wo du mich gefragt hast, wer bin ich eigentlich? Und ich werde das immer wieder mal gefragt, meistens so nach einer Zeit, wenn man sich mit mir beschäftigt hat, kommt oftmals die Frage, sag mal Thomas, was bist du eigentlich oder wer bist du eigentlich? Bist du ein Optimist? Bist du, nee, Pessimist bist du nicht, das wird schon klar, aber bist du vielleicht Idealist? Dann sage ich immer, nee, ich bin nichts von dem. Ich bin Possibilist. Und Possibilist zu sein bedeutet ja einfach immer wieder Ausschau danach zu halten, was gibt es für Möglichkeiten und welche Möglichkeiten sind das? Und wenn man sich auf diese Suche begibt, nicht nur in sich selber, sondern auch im Außen, kommt man halt auf ganz, ganz viele dieser Punkte, die wir gerade so schön, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gemacht, Stunde, anderthalb Stunden, das ist auf jeden Fall so vorbeigeflogen, die wir da halt gerade sehr inspirierend auch für mich besprochen haben. Und vielleicht mit diesem Gedanken des Be a Possibilist, das ist so eine Aufforderung, die ich ganz gerne auch an meine Coaches oder an meine Teilnehmer gebe, würde ich ganz gerne den Podcast beenden wollen.